Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro. Huch. Aha. Komm schon. Ach so, ja, falsche Taste und so. Was geht mit dem? Jetzt bin ich glücklich. Deine Liebe sieht herrlich. Sing weiter. Sing nur für mich. Wow. Teufel ist mit mir geschehen. Artyom, hast du diese Lieder gehört? Das wünsche ich keinem Feind. Ich wollte eigentlich noch weiter durchsuchen. Weißt du, du bist härter, als du aussiehst. Gehen wir los. Wir sind fast am Markt. Wir sind kurz vor dem Ziel gefressen werden. Hallo? Huch. Kann ich also einfach so lang praktisch. Hallo? Toll. Weißt du, du bist härter, als du aussiehst. Gehen wir los. Wir sind fast am Markt. Nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Blöde Knarre kann mich mal. Die Gasmaske kann ich wohl nicht mitnehmen. Und hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Okay. Hey, Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Na super. Mistkerle! Wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammt ein Osales! Semyon, starte den Wagen! Wir bergen diese toten Männer! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Aha. Oh, dachte ich mir. Warte! So. Nein. Na, Gott sei Dank. So. Ja, wie lange wollt ihr denn noch warten, bis ihr uns reinlasst hier? Hey, ihr! Treibt euch! Tu, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß.
Betrügen mich meine Augen? Bourbon, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wer die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Na endlich. Ich kann rein. Oh. Es wurde aber auch Zeit. So. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Oh oh. Sofort die Waffen wegstecken. Wer sind sie? Ins Licht kommen. Langsam, langsam. Ich will verdammt sein. Es ist Bourbon. Hey, Leute. Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Softbolt, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef. Ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den Weg. Nicht bewegen! Okay. Stillgestanden! Ich rede mit dir! Ja, was denn? Soll ich jetzt hier warten? Geht doch. Okay. Die beiden können durch. Wir kommen auf den Markt. Lass uns gehen. Oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey, einen anderen Tonfall gefälligst. So. Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass ich diese Wagen-Jungs auszahlen kann. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage Scheiße schaufeln lassen. Lassen darin noch die verkohlten Körper der Opfer. Nur. Was? Schleppt er mich in die Scheiße? In St. Petersburg müsste es überleben. Manche Mädchen. Wie wär's mit etwas Mondschein? Zu welchem Anlass? So. Was denn? Schon. Lass dir etwas einfallen. Ich kann dir nicht helfen. Die Hanseleute waren heute hier. Hey, hör auf mit dieser Scheiße. Ich zahle dir die Hälfte des üblichen Preises. Saßen für den verkohlten Körper der Opfer. Ein Traum. Hey, hör auf damit. Hast du die Filter noch nicht? Dann hol welchen. Was soll ich holen? Du bist wegen du hier was Seltsames vor sich. Ich bin ein reizender Danke. Mensch. Ich glaube nicht, dass all diese mystische. Verwöhn dich mit etwas Luxus für dein bescheidenes Wesen. Komm, Frau, scheiße, Junge! So. Kommen Sie, schauen Sie. Man muss doch was in der Hand haben. Hallo? Wo einzelne Reisende oft zwischen Patronentausch, Medipacks, Hintermesser, Bank. Filter sollte ich kaufen, ne? Sehr schön. Schärfere gibt es nicht. Na, nehmen wir mal. Sie müssen aber bis 5 zählen können. Ist reservieren. Noch mehr kann ich nicht verkaufen. Wie auch immer. Dieses Ding ist 5-mal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Dieses Ding ist 5-mal besser als Ihre Spielzeugwaffe.
dieses Ding ist fünfmal besser als ihre Spielzeugwaffe. Schrotflinte. Ach komm, nehmen wir mal mit. Huch. Wie auch immer. Brauchen Sie Mut? Hey Mama, lass uns eine Rasse kaufen. Ich liebe dich. So. Wo ist der Hund? Also ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also kenn ich ihn. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Hunderte so steht der Kreml heute. Ich will den kleinen grünen Männchen nicht. Verweck dich, Junge. Bewegung. Hallo? Bourbon? Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt, ich hasse das so sehr. So. Okay. So, und jetzt? Oh, tote Stadt. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunzte Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. Okay. Jetzt ganz vorsichtig. Aha. Ich will aber nicht. Tschüss. Hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. So an der Schrott, Mumm, alles was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Du ein Lager. Okay. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Toll. Was haben wir denn hier? Einen Filter, den können wir brauchen, weißt du? Und ich lieg hier im Dreck und bin tot. Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Ein bisschen Mond, klasse. Danke, mein Freund. So. Bereit? Gehen wir. Ja. Jetzt bleibt mir was anderes über.
Was ist, wenn ich nicht will? Hab wohl keine Wahl, ha? Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Aha. Nee, ne? Versteck dich, Junge. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Wo ist er denn? Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Aha. Spring, ich fang dich an. Das nenne ich nun wirklich Pech. Nicht aus und gehen, Artyom. Nicht in den Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Heil dich, es geht dir gerne schlecht. Aha, ja, ganz lustig. Aha. Oh, scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee. Ich tausche doch nicht meine schöne Waffe gegen den Schrott da. Was sind denn das für Viecher? So, wo lang denn? Ach. Aha, aha. Was zum Teufel geht hier vor? Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich will hier wieder raus. Hey. Hey, hey, hey. Hallo? Was zum... Ich konnte gar nichts mehr machen, ey. Wie blöd. Was? Ich muss jetzt durch das ganze Gebäude nochmal durch.
So, da kam jetzt noch einer. Na komm. Na, komm. Ja. Mann. Da! So, waren das jetzt alle? Oh, fuck. Ich will mich nicht mit dem anlegen. Schnell da rein. Nein, geh weg. Warum atmet der so? Muss ich den Filter wechseln? So. Huch. Oh Gott. Das geflügelte Vieh kommt. Es ist weg. Wo muss ich denn hin? So. Aha, aha. Oh, schade. Ugh!
Oh Gott. Nein. Ey. Oh Gott, keine Munition mehr für irgendwas. Wie schön. Freut mich. Oh Mann. Was mache ich denn jetzt? So ganz ohne Munition. Ich hätte lieber fliehen sollen. So. Oh Mann. Nein, nein. Oh Mann. Und jetzt? Da komme ich nicht rein. Hier? Ja, toll und so. Ja, ich habe immer noch nicht so wirklich viel an Munition. Gott, der keucht schon wieder so. Mit Sicherheit kein gutes Zeichen. Hüp. Ah ja. Ach. Nächstes Areal. Immerhin. Ach, immer noch tote Stadt. Gut, ich würde aber sagen, an dieser Stelle machen wir dann noch beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss, euer Asaldor.